Hallo Leute, ich werde jetzt ein Let's Play beginnen über Enderal. Ich habe es schon mal angefangen auf meinem Twitch-Kanal, aber da ich nur sehr unregelmäßig streame, dachte ich mir, ich verschiebe das auf meinen YouTube-Kanal, wo ich dann selbst entscheiden kann, wann ich Videos rausbringe, in welchem Zeitraum und so weiter und so fort. Das wird alles dann als Playlist bei mir erscheinen. Und je nachdem, wie ich Lust habe, werden halt mal mehr und mal weniger Videos darüber rauskommen. Ich werde auch nicht alle halbe Stunde mich verabschieden, sondern werde halt einfach aufnehmen. Werde dann Cuts machen und dann einzelne Folgen halt reinstellen, die eben zeitmäßig getrennt sind, ohne mich ständig zu verabschieden und euch wieder zu begrüßen. Nur dies als Info schon mal, weil mich persönlich stört das immer oder des Öfteren mal. Deswegen spiele ich einfach und dementsprechend trenne ich dann einfach dieses Video und man kann einfach weitergucken. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben. Es ist schon ein Weilchen her, also habe ich den Großteil sowieso schon wieder vergessen. Werden auch keine Bücher vorgelesen oder irgendwie sowas, vielleicht mal die Quests oder so. Ansonsten, wer es lesen möchte, darf gerne pausieren. Irgendeinem Knopf war Third Person, meine ich. Ich weiß nur nicht mehr wo. Oder täusche ich mich da? Ich meine schon, dass das irgendwo war. Aber egal. Gucken wir erstmal weiter. Ob irgendwas Schönes gibt oder so. Erdies. Hallo. Das sieht aber schick verziert aus. Mensch. Die Nahrhaftigkeit des Fleisches. Man kann nicht umblättern. Oh, ein Püpsche. Nochmal die Nahrhaftigkeit des Fleisches. Okay. Bist du da hinten? Bekritzelter Zettel. O Herr, o Schöpfer, ich höre dich rufen. Ich fühle deine Liebe, ich weiß um dein Opfer. Ohne dich bin ich nichts. Ein Zweig im Strom der Zeit, ein Schaf ohne Hirte. Weihe mich meiner Laster und vergib mir meine Sünden. Vergib auch meinem Weib und meinem Kinde. Erlöse mich von meinen Schmerzen und beglücke uns mit deiner immerwährenden Gnade. Owei, owei. Okay.
Party, hallo. Hör mal. Das ist nicht das Holz, was blutet, oder? Hey, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Und mein Kind, wie war die Suche? Hast du es finden können? Wo sind wir hier, Party? Zu Hause natürlich, mein Dummerchen. Was ist das denn für eine Frage? Nur Schwesterchen, Mutter, du und ich. Und jetzt sag, wie war die Suche? Hast du es gefunden? Nein, habe ich nicht. Oh, schade. Vielleicht suchst du ja einfach nur an den falschen Orten. Hast du daran schon mal gedacht? Naja, wer weiß. Ich schlage vor, du gehst jetzt erstmal rein und schaust, ob du Mutter drinnen ein wenig beim Kochen zur Hand gehen kannst. Der Schöpfer war nämlich heute gnädig zu uns und hat mir einen dicken, fetten Elch vor den Bogen getrieben. Alles klar? Alles klar. Falsch ist immer gut. Ja, eigentlich so ein kleiner Messi, der alles mitnimmt, aber im normalen Skyrim habe ich schon gemerkt, das ist vielleicht nicht die beste Idee. So Sachen. Holy moly, was war das? Kann ich mich ja gar nicht mehr dran erinnern. Das war laut. Okay, Silber nehmen wir vielleicht auch mit. Ein Rezept. Eine Brezel. Eine noch nicht fertige Brezel. Nein, die wollte ich doch. Das wäre der Käse. Wow. Lauch für den Lauch. Ha. Die Nahrhaftigkeit des Fleisches. Ja, wie oft dennoch. Nötigt Schlüssel. Wir haben keinen Schlüssel. Ganz schön viel Fleisch hier in der Hütte. Ich hatte ganz vergessen, was das für eine Sauerei hier drin ist. Aber übertrieben habe ich nicht, oder? Ein richtiges Prachtstück der Gute. Also, dann würde ich mal sagen, wir machen uns an die Arbeit, oder? Aber was ist mit Mutter und Schwesterchen? Was? Ach siehst du, das habe ich total vergessen. Die sind doch tot, weißt du nicht mehr? Du hast sie damals ermordet, alle beide. Aber ist doch eigentlich auch egal, vergessen. Oder? Was passiert ist, ist passiert. Und so bleibt immerhin mehr Fleisch für uns übrig. Kann vorkommen. So, weißt du noch, wie das geht? Erst weg mit der Haut, dann auf mit dem Bauch. Dann raus mit den Gedärmen. Ich suche in der Zeit nach einem schönen, großen Messer, damit wir ihm den Kopf abtrennen können. Den will ja niemand essen. Nee. Oh. Aber ich habe die beiden nicht getötet. Das waren die Männer mit den Masken. Ach, mein Dummerchen. Was soll denn das jetzt schon wieder? Wir wissen beide, dass das eine Lüge ist. Du warst es. Ich weiß es noch ganz genau. Als erstes hast du Schwesterchens Krippe angezündet. Sie hat doch dann so schrecklich laut geschrien, weißt du nicht mehr? Mutter hat es mitbekommen und wollte sie retten. Aber als sie endlich oben war, war da nur noch verbranntes Fleisch übrig und... Ach, warum kommst du eigentlich immer wieder mit der alten Geschichte? Kannst du mir das mal erklären? Du weißt doch, wie unglücklich es mich macht, wenn du das tust. Oh, Verzeihung. Du hast sie ermordet. Punkt aus, fertig. Und egal, wie oft du es abzustreiten versuchst, es ändert nichts daran, verstehst du? Gar nichts. Und jetzt lass uns bitte endlich essen. Ich bin so verflucht hungrig. Beim Namen des Schöpfers, was sollen diese Lügen? Reicht es denn nicht, dass du uns ermordet hast? Musst du mir auch immer und immer wieder mit diesem verdammten Gejammerer auf die Nerven gehen?
Manchmal wünschte ich, der Schöpfer hätte mich nur ein klein bisschen weniger barmherzig, ein klein bisschen weniger gutgläubig geschaffen, weil ich dann nämlich rechtzeitig erkannt hätte, dass du von Sünde befleckt bist. Dann statt dich großzuziehen, durchzufüttern und dir Liebe zu schenken, hätte ich dich gleich nach deiner Geburt in den Pferdetrog gesteckt, so wie es richtig gewesen wäre. Ja, das ist aber nicht nett. Ich hätte dich töten sollen. Ich hätte dich einfach töten sollen. Genauso wie du uns getötet hast. Und jetzt glaubst du, du wärst sicher, weil wir alle unter der Erde liegen, was? Na dann hör mal gut zu, mein Kind. Da hast du dich geschnitten. Und weißt du auch warum? Weil die Toten nicht vergessen. Hörst du? Die Toten vergessen nicht. Und jetzt genug des Geredes. Ich will endlich essen. Bringe das Fleisch, du verzogenes Balk. Bring es mir. Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Okay. Er scheint Fleisch zu mögen. Beginnen wir mit einer Frage. Vielleicht wird sie euch simpel erscheinen, aber dennoch bitte ich euch darüber nachzudenken. Was unterscheidet einen freien Menschen von einem Sklaven? Für nun jedoch beginnen wir diese Geschichte, wo eine andere vor 3 Jahren endete, beim Fall der Lichtgeborenen. 4000 Jahre hatten sie über diese Welt geherrscht. 7 Arkanisten, die durch Magie unendliches Leben erlangt hatten. Sie gaben der Menschheit in einer Zeit des Chaos das, was sie ihrer Meinung nach brauchte. Eine harte, aber beständige Herrschaft. Binnen eines einzigen Jahrhunderts einten sie die zerfallenen Länder. Und nur ein weiteres Jahrhundert später war ihr menschlicher Ursprung vergessen. Sie wurden zu Göttern oder Lichtgeborenen, als die sie sich verehren ließen. Doch je länger sie herrschten, desto mehr Stimmen wurden laut, die sie der Tyrannei bezichtigten. Die lauteste davon war Linara zu Arantheas. Und ihm gelang schließlich das Unmögliche. Das einzige erleuchtete Religion ist ein brennender Tempel. Er scharte eine Armee um sie, stürzte die Lichtgeborenen und schenkte den Menschen ihre Freiheit wieder. Der Preis dafür war jedoch verheerend. Denn wo Machtlücken entstehen, entbrennen Kämpfe. Und so geriet die Welt in den Zustand, in dem sie sich heute befindet. Zerfallen, zerrissen und zerbrochen. All das waren gute Voraussetzungen dafür, dass niemand in all dem Chaos eines bemerkte. Der Tod der Götter hatte noch etwas anderes in Bewegung gesetzt. Ein Uhrwerk, das lange stillgestanden hatte und dessen Zahnräder sich nun langsam wieder zu drehen beginnen. Dies ist die Geschichte eines Menschen, der frei sein wollte. Bitte entschuldige, das war eben etwas harsch. Ich bin einfach nervös, das ist alles. Es war wieder der Traum, richtig? Ja. Wenn wir für jede Nacht einen Groschen bekämen, in der du, seit wir uns kennen, schreiend aufgewacht bist, wären wir jetzt vermutlich mit unserem eigenen Sternschiff nach Enderal unterwegs. Und nicht so. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Hast du dich schon mal gefragt, ob du dich vielleicht tief in dir selbst verantwortlich machst? Also für das, was deinen Eltern passiert ist? Vielleicht. Aber selbst wenn, was soll das schon ändern? Wahrscheinlich nichts, das stimmt. Aber wer weiß. Vielleicht wird ja jetzt alles anders. Schon verrückt, welche Wege das Leben manchmal geht, oder?
Hier sind wir, auf dem Weg in ein fremdes Land. Hättest du mir das vor ein paar Wochen erzählt, hätte ich dich für wahnsinnig gehalten. Aber wenn diese Geschichten wirklich stimmen, dann gibt es keinen besseren Ort für einen Neuanfang. Nicht einmal Sklaverei soll es auf Enderal geben. Kannst du es glauben? Das ist doch unglaublich. Bis wir da sind. Einzig und allein diese blinde Passagiersache bereitet mir Kopfschmerzen. Wer sein Schiff so schlecht bewacht, ist selber schuld. Außerdem hätten wir uns die Passage sonst niemals leisten können. Selber schuld? Wir sind Diebe, verflucht, Betrüger! Und anders als dir macht mir das hier keinen Spaß. Aber gut, er sagt ist ja jetzt auch vergossenes Wasser. Ich hoffe nur, dass wir es als Fremdländer auf Enderal leichter haben als die in Nerim. Deine Mutter war doch auch ein Flüchtling damals, oder? Woher genau kam sie nochmal? Das hast du mir schon 100 Mal erzählt, aber ich vergesse es immer wieder. Warum hörst du mir da nicht zu? Ah, ja. Habe keine Ahnung. Nee, das ist hässlich. Kann ich nicht irgendwie zufällig machen? Dann nehmen wir dich. Weiter. Voreinstellung. Na komm, das nehmen wir. Oh, ne, doch nicht. Vorstehenden Kiefer will ich nicht. Hallo? Das ist okay. Das ist okay. Gewicht. Ja, ne? Speckig bin ich im wahren Leben schon. Machen wir uns mal muskulös. Kopf. Bautyp. Schmutz. Augenbrauen, Mund, Haare. Die Frisur gefällt mir nicht. Ist okay. Bart. Für den, Haarfarbe. Dunkel. Ja, so passt das. Name ich. Ja. Supi. Fertig. Arasial, richtig, wie konnte ich das vergessen? Echt mal. Sie war eine der wenigen Dünenländerinnen, die jemals überhaupt Fuß auf ein Schiff gesetzt hatten. Ja. Ja. Naja, ich werde mich jetzt erstmal ein paar Stunden aufs Ohr hauen. Du bist nämlich dran mit Wache. Moment. Hörst du das? Verflixt noch eins, da ist wer. Weiber von heute wollen einfach niemanden mehr, der ihnen den Hof macht. Das ist das Problem. Früher war das alles anders. Und jetzt genug gequatscht mit... Da. Wo habe ich denn bloß diesen dämlichen Schlüssel hingesteckt? Scheiße, was wollen die hier unten? Die Lampe, schnell, mach die Lampe aus! Gut. Und jetzt bloß leise bleiben. Na bitte. Hinein in die gute Stube. Boah, da stinkt hier drin ja wie die Eier des ersten Wartüren. Wie soll diese Kiste nochmal aussehen? Klein und mit einem Zeichen des Zuckerinselbunds drauf, glaube ich. Ah ja, richtig. Glaubst du? Da ist der schwarze Wächter, warum die Kapitänin das so kurz vor der Ankunft noch unbedingt haben will. Du schaust oben, nicht unten, alles klar? Alles klar. Ja, super. Gibt's vom Kopf? Scheiße, die lassen uns keine Wahl. Wir müssen was tun. Du übernimmst den Alten und ich den Jungen. Los! Wenn du das sagst. Mich nicht bewegen. Da! Auf ihn! Ah, lass dich vorbei! Einen Haken! Gib ihm einen verdammten Haken!
Ausdauer niedrig. Zugi. Ich hau dir vom Kopf. Lass mich zufrieden. Das wirst du bereuen. Mensch, der Alte hält ganz schön viel aus. Mann, Mann, Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war gar nicht geplant. Überhaupt nicht. Was machen wir denn jetzt bloß mit den beiden? Fesseln und knebeln wir sie. Sobald wir anlegen, schleichen wir uns heraus. Ja, töten müssen wir sie ja, nicht. Ja, das macht Sinn, natürlich. Der eine hat doch gesagt, dass es nur noch ein paar Meilen bis nach Enderal sind. Mit etwas Glück bemerkt bis dahin niemand, dass sie fehlen. Komm, hilf mir suchen. Naja, da sowas. Muss ja hier ein Seil oder sowas rumliegen. Besorgen sollten, denke ich mal nicht, dass das nicht auffällt. Wir hätten das Gröbste überstanden, nachdem wir es an Bord geschafft hatten. Tja, so kann man sich täuschen. Gefunden. Arme, verirrte Seelen. Die Wahrscheinlichkeiten haben sich gegen euch gewandt. Was zum... wer seid ihr? Mein plötzliches Erscheinen verwirrt euch, aber meine Identität ist nicht von Bedeutung. Ihr, lieber Sirius, seid es diesmal leider auch nicht. Was? Hm. Scheiße, erzählt niemandem von uns, bitte! Wir wollten doch niemandem etwas Böses. Diese Kerle sind einfach... Ihr bittet mich, euch nicht zu verraten, weil ihr nichts Böses im Sinn hattet. Und ich glaube euch. Aber leider werden meine Taten nicht von Mitgefühl bestimmt. Der erste Flügelschlag muss geschehen, damit sich die Wahrscheinlichkeiten fügen können. So wie sie es schon immer tun, seit Äonen. Es tut mir leid, Sirius. Was? Oh nein! Nein! Was tut ihr da? Aberei. Ihr beiden habt euch die ganze Zeit über da unten versteckt und von unseren Vorräten gelebt, bis Rick und Sebald euch zufällig entdeckt haben. Daraufhin habt ihr die beiden verprügelt und als ihr sie fesseln wolltet, ist plötzlich eine verschleierte Frau aufgetaucht und hat euch mit Wildmagie überrumpelt. Richtig? Ja, ich weiß, es klingt verrückt, aber so war's. Bitte, Madame. Wir hatten einfach keine Wahl. Das müsst ihr uns glauben. Der Krieg ist... Wir wollten doch einfach nur etwas Frieden. Und eine zweite Chance, mehr nicht. Frieden. Ja, ich verstehe. Ihr wolltet ein neues Leben in einem neuen Land. Und da mein Schiff das einzige ist, das seit den Kriegen überhaupt noch so weit fährt, wart ihr förmlich gezwungen, ohne Bezahlung mitzufahren. Ja, wir könnten für euch arbeiten, Madame. Das Deck schrubben, Kartoffeln schälen, irgendetwas, wie wir unsere Schuld abbezahlen können. Und wenn wir erstmal... Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Wirklich, wirklich herzerweichend. Aber seien wir doch mal ehrlich. Ihr hattet sehr wohl eine Wahl. Ihr hättet bei mir anheuern können, wie die anderen auch. Aber das habt ihr nicht getan. Stattdessen habt ihr euch in meinem Schiff eingenistet, wie die Fleischmaden. Und auf den Schultern meiner Mannschaft ausgeruht. Und jetzt erzählt ihr mir irgendeine Scheiße von verschleierten Frauen und Wildmagie? Sagt mal, für wie dämlich haltet ihr mich eigentlich? Ich kenne eure Sorte. Ihr seid ehrlose Halsabschneider, Straßendiebe, nichts weiter. Habt wenigstens den Schneid und steht dazu. Was? Nein, ihr täuscht euch. Bitte, lasst mich erklären. Und ihr werdet... Eure Erklärung interessiert mich so viel wie ein Stück Dreck unter meiner Stiefelsohle. Richte ihn auf, Ruger. Aber Helen, sie... Tu es. Jawohl. Tut mir leid, Junge. Ihr hättet in Nerin bleiben sollen. Aber... Was? Aber das könnt ihr doch nicht tun. Oder? Das kann ich. Nein. Bitte... Na, sieh mal einer an, da ist jemand aufgewacht. Fesselt ihn und dann schickt sie zu den Fischen und zwar schnell, bevor mir schlecht wird. Viel Spaß in eurem neuen Leben. Das war, glaube ich, nicht so geplant.
Was bedeutet schon Zeit? Das ist ein Trotz. Ich weiß, dass ich nicht verhalten bin. Zumindest nicht nach eurer Definition des Wortes. Ich weiß verdammt genau, was ich tue. Sie machen sich selbst zu Marionetten, aber was ist denn schon der Zeit? Sie könnten doch so viel ändern, was es ist. Das war laut. Alles beginnt mit den Träumen. Erinnert euch. Hier ist zum Skillen. Die Skillbäume. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Das wusste ich noch. So. Wollen wir doch mal gucken. Groschenbeutel. Auch etwas das wechseln, okay. Leere Weinflasche. Eine leere Flasche brauche ich nicht. Messer, immerhin. Ah, da liegt was. Wer oder was? Der ranziger Trank, Subi. Durchsuchen. Noch ein Messer. Okay, also das kann ich nicht als Waffe benutzen. Das schon. Schaden 3, Spitzhacke Schaden 3. Okay. Schade. Kann ich beides? Ja, kann ich, okay. Okay. Funktioniert. Die Ruine wie in der Vision. Okay. Eisenschwert, das ist besser wie ein. Hoffentlich nehmen wir auch mit. Noch eine Spitzhacke. Komm. Wenn wir schon mal das Werkzeug dabei haben, nehmen wir es mit.
Also ich werde, denke ich mal, danach schauen, weil ich weiß, wie sammelintensiv dieses Spiel ist, sein kann, werde ich mir wohl eine Mod runterladen, wo ich viel mehr tragen kann. Nur schon mal dies als Info. Nicht, dass sich dann im Nachhinein gewundert wird, warum ich so viel trage. Hatte ich nicht noch? Doch, hatte ich. Machen wir einen auf Spitzhackenkiller hier. Aber was hat das Schwert für Eisenschwert? 4 Schaden. Ja gut, das ist ein bisschen... Oh, Blut. Weil ich möchte das Zeug doch schon gerne einsammeln, was ich auch finde. Und nicht ständig irgendwo hinrennen, um es irgendwo ablegen zu müssen. Wisst ihr Bescheid? Also wundert euch nicht. Blut, Blut. Das ist eine Menge Blut. Wem das gehörte, dem geht wohl nicht mehr. Jetzt hab ich mich erschrocken. Alter. Ist das euer Ernst? Also wirklich. Gott verdammt mich. Bin ich echt erschrocken. Ich habe die Viecher nicht gesehen. Leer. Steht doch schon da. Warum sammle ich das dann ein? Eisenerz. Nehmen wir mit. Zack. Selber. Blüten. Blüten nehmen wir auch mit. Noch irgendwas hier irgendwie irgendwo nicht? Okay. Verdammte Saufi. Weck mich nicht nochmal so. Fertigkeit verbessert ihr mit Lehrbüchern, ja. Ja. So weit war ich dann doch schon. Also ich bin ja so doof dann auch nicht. Na, komm. Will ich nicht so an. Da oben sitzt einer. Warum auch immer der hier oben hockt. Mit einem Rundschlüssel. Ja. Ja, ja. Gefällt dem Spiel wohl nicht, dass ich schon gesprungen bin. Dann warten wir mal einen Moment. Oder auch nicht. Oder auch... das war knapp. Ja, genau. Hallo, ist jemand zu Hause? Das meine ich. Hier liegt überall irgendein Scheiß rum. Vielleicht kann man gebrauchen, vielleicht nicht. Vielleicht einfach nur verkaufen. Da muss definitiv eine Mod für Inventar her. Weil ansonsten ist mal ratzfatz voll. Und auf dieses
voll sein und dann nicht mehr rennen können, habe ich mal gar keinen Bock. Man möchte es ja genießen. Wo bin ich gekommen? Von da. Gehen wir erstmal hier hoch. Wie kriege ich dieses Fieber gleich wieder? Glaube ich, ne? Ja. Habe es befürchtet. Au. Au. Ich denke nicht, dass sich das jetzt gelohnt hat.